Folge 2 von Into the Pit mit mir, Dennis, bei den Spielkindern, ab in die zweite Ebene, tiefer in die Grube, natürlich. Ja, wir haben das letzte Mal angefangen zu spielen, wir sind in einem Ort und wollen herausfinden, was da eigentlich los ist mit dieser Grube und eine magische Grube unter dem Ort. Unsere Cousine ist verschwunden, soweit ich mich erinnere, war es die Cousine und nicht irgendjemand anders. Schwester, Cousine, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall in den Ort gegangen, um sie zu finden. Und hier ist so ein lustiger Ritualhüter, der immer mit uns quatscht. Per Telefon, per Videotelefon. Wir skypen also. Gut gemacht, Fremder. Wie klang der nochmal? Gut gemacht, Fremder. Du bist eine Ebene hinabgestiegen. Du weißt nun, wie diese Kammern funktionieren. Also such bitte nach meinen verirrten Freunden. In jedem Verlies versteckt sich eine gewisse Menge an Dorfbewohnern. Wenn du eine Kammer der Verlorenen findest und mit ihnen redest, werden sie sicher genug Mut schöpfen, um zurückzukehren. Einige von ihnen können dich vielleicht aus dem Dorf heraus unterstützen. Okay. Also, Leute suchen, Partikel einsammeln, nicht sterben. Kammer des Glücks. Eine Kammer des Glücks würde ich gerne machen, weil ich dann bessere Chancen habe, guten Loot zu finden, gute Runen zu bekommen und so. Und das machen wir doch gern. Oh, das ist ja ein Fetter. Oh, da müssen wir mal vereisen, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben, den umzulegen. Uiuiui. Au! Oh, ich muss noch mehr wieder in diesen 90er-Jahre-Doom-Modus reinkommen. In dem war ich jetzt lange nicht mehr. Also ich habe zwar Doom Eternal und Doom, den Doom-Neuauflage gespielt, aber ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Also Doom Eternal war 2009, also nee, Anfang 2020, Anfang der Corona-Geschichte. In den ersten Monaten, das war irgendwie im März oder so habe ich es gespielt, oder April. Als wir gerade alle in den Lockdown geschickt wurden, das erste Mal. Da war das mein Lockdown-Spiel. Da komme ich irgendwie nicht durch. Da hoch kommt man auch nicht. Und nu? Und nu? Wie geht das jetzt hier? Aber das ist ja jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her, ne? Also, was ist das jetzt hier? Weiß man, was diese lilanen Dinger machen? Also Mann weiß das bestimmt. Ich nicht. Ach guck, das... Ist das sozusagen... Was hat ja die gleiche Farbe wie das da hinten? Aber ich... Ach hier, das ist jetzt hier offen. Okay. Also das deaktiviert einfach so Türen. Na, da ist auch noch einer. Oh Gott, der hat ein dickes Schild. Der lässt sich gar nicht abschießen. Doch, wenn man ihm auf den Fuß schießt. Das mag er gar nicht. Da ist der empfindlich. Okay. Treffen müsste man können. Was haben wir hier? Wir haben einen Alkoven. Aber der hat nichts zu bedeuten. Also, Schlüsselstein 1 von 2. Ah, da ist schon wieder so einer. Muss man schnell um sie rumlaufen vielleicht. Vielleicht ist das der Trick. Oder einfach mit der Schrotflinte schießen. Also meine rechte Hand hat ja die breit gefächerten Schüsse. Die treffen auch, wenn er sich hinter seinem Schild versteckt. Seine Füße und seine Schultern und so. Also kein Problem. Sehr gut. 7 Partikel gesammelt, alle Dämonen getötet. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Dann leveln wir mal ein bisschen. Für die linke Hand kritische Trefferchance. Wenn sie mehr Leiden haben, dann haben sie zusätzlichen Schaden. Also wenn ich sie zum Beispiel eingefroren und vergiftet habe, dann kriegen sie, wenn sie 2 Statuseffekte haben, kriegen sie noch mehr Schaden. Verringert den erlittenen Schaden. Das finde ich gut, weil das ist so eine passive Fähigkeit, die immer hilft sozusagen. Okay, Kammer der Glut. Kammer des Wohlstandes. Was macht denn die Kammer der Glut? Wir gucken jetzt mal, was man da findet tatsächlich. Ah, da ist ja noch einer. Oh, da sind ja noch mehr. Fast so, als wäre hier irgendwie ein großes Dämonentreffen oder so. Ist ja auch irgendwie. Es ist ja schließlich die... Oh. Ah, okay. Das ist auch unangenehm. Also, da sollte man nicht reinlaufen. Verstehe ich das richtig? Jetzt gibt es auch noch so Bodenfallen. Es wird also immer komplexer. Man sieht schon, da kommen jetzt wahrscheinlich noch Systeme über Systeme dazu. Und verschiedene Gegner, die verschiedene Dinge können. Aber so gehört sich das ja auch für so ein Spiel, dass es
nach und nach immer komplexer wird. Wäre schlimm, wenn man nach 5 Stunden Spielen immer noch exakt genauso weiterkommen würde wie nach 10 Minuten Spielen. Wobei zugegebenermaßen bei brillanten Spielen mit einer tollen Spielmechanik das auch funktionieren kann. Also ich sag mal, so ein Tetris funktioniert auch nach ein paar Stunden noch sehr ähnlich wie nach 10 Minuten. Hier war ich schon. Na, jetzt kommt so ein bisschen das Problem, dass es hier alles gleich aussieht. Da oben war ich aber, glaube ich, noch nicht. Ne. Aua! Schluss mit lustig. Das waren 3 von 4 Schreinen. Wo ist der vierte? Das mag ich immer am liebsten, wenn man dann den vierten Schrein sucht. Hier war ich schon, hier war ich schon. So, die blauen Linien auf Boden müssen ja auch irgendwas bedeuten. Da oben war ich schon. Das sind die Linien, die zu dem Schrein führen, ne? Zu den Schreinen. Aber... ah, da ist noch einer. Tschö mit Ö. So, easy. Das war zu keinem Zeitpunkt eine Herausforderung. Aber das wird bestimmt noch... noch beschwere ich mich nicht. Ich bin gespannt, was passiert, wenn man stirbt. Also es ist, glaube ich, es kommt mir von der Struktur her vor wie ein Roguelite, wo man also gewisse Ressourcen und Verbesserungen mitnimmt in den nächsten Run, aber schon wieder von vorne anfängt. Mal gucken, wie genau das läuft. Hand kann... Kamm... Babab. Verringert den erlittenen Schaden. Ne, wir machen mal hier vergiften, oder? Vergiften ist gut. Dann ist meine linke Hand jetzt schön giftig. So mag ich das. Tagelang nicht gewaschen. Das ist jetzt hier wieder... Warum zeigt er mir nichts an? Kammer der Glut und Kammer der Erneuerung. Machen wir mal Kammer der Erneuerung. Wir brauchen 3 Schlüsselsteinis. Die Dinger explodieren dann einfach. So, jetzt gucken wir mal, der ist vergiftet, der verliert jetzt über die Zeit Leben. Mal gucken, wie lange das hält, bis er tot umfällt oder nur so eine gewisse Zeit. Ne, okay, also es hält nur irgendwie 3 Sekunden oder so. Und der verliert pro Sekunde Leben. Also man kann damit jetzt den Gegner nicht komplett töten, wenn er noch zu viel Leben hat, weil das auch nach einer Zeit wieder aufhört, die Vergiftung. Ja. Na gut, aber ist ja... oh, da darf man nicht zu nah rangehen, das war sehr dumm. Denn die Teile explodieren. Das sind praktisch Original-Explodierhansel. TM. Wer diesen Kanal schon lange schaut, der kennt Original-Explodierhansel. Möglicherweise noch. Gab es schon in diversen Spielen. Weil die Originale der Original-Explodierhansel sind natürlich die aus Serious Sam. Die mit einem lauten... auf einen zulaufen und explodieren. Also wenn die nicht original sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Das waren die ersten Explodierhansel, die ich kennengelernt habe in meiner Spielerlaufbahn. Das ist auch schon echt lange her, Serious Sam. 1 habe ich also nah an seinem Erscheinen gespielt. Ich weiß nicht mehr, wann es war, aber das muss ja dann irgendwie in den 90ern, glaube ich, gewesen sein. Aber Serious Sam 2 habe ich deutlich mehr gespielt. Das ist auch... sehr, sehr stumpfe, upsi. Oh, so ein großer. Sehr, sehr stumpfe Spiele, aber auch irgendwie sehr, sehr toll. Also zu ihrer Zeit war das schon fantastisch. Diese unglaublichen Gegnermassen. Damals noch Dutzende Gegner auf einmal. Mittlerweile in den aktuellen Serious Sams ja bis zu Tausende Gegner auf einmal. Das ist schon toll. So, Geschosse aus deiner linken Hand schwächen deine Gegner, aber das ersetzt meine Giftgeschosse. Das möchte ich nicht. Ich möchte noch ein bisschen stacken, bitte. Ein bisschen aufeinander stapeln. Verringere Sorien aus Geschosse aus deiner rechten Hand, erhöht den Schaden von kritischen Treffern. Hier verbessern wir natürlich unsere Chance auf jeder zweite Gegner. Statistisch gesehen gibt uns Leben zurück. So, jetzt nehmen wir mal Kammer des Blutes. Oder was haben wir hier? Kammer der Verlorenen. Ja, wir wollen noch mal ein paar Dorfbewohner retten, oder? Es wurde uns ja so angepriesen als tolles Feature, dass wir da was von haben. Hey, Dorfbewohner!
Ich bin dem Aldermann hierher gefolgt, weil er von unglaublichen Reichtümern gesprochen hat. Aber dann ist er verschwunden und ich kann nicht mehr weg. Könntest du mich befreien, indem du den Schlüsselstein zerstörst? Das kriegen wir hin. Wenn es weiter nichts ist? Das war jetzt ja keine große Herausforderung. 10 Sekunden. Eine meiner leichtesten Übungen. So, Loot, Loot, Loot. Ach, das macht schon wieder Spaß. Das ist motivierend, Leute. Das ist wirklich motivierend. Geschoss aus deiner linken Hand erhöht deine kritische Trefferchance. Oder während du blutest, verursachst du mehr Schaden. Ich blute aber so selten. Wir machen mal die kritische Trefferchance höher. Kritische Trefferchance ist auch nicht zu unterschätzen. Das kann auch echt was bringen. So, wir gehen natürlich tiefer in die Grube. Also ganz ehrlich, wir haben noch gar nicht angefangen hier richtig. Wir wollen doch sehen, wie tief geht's eigentlich in der Obsidianfestung. Gibt es da eine feste Tiefe oder 3, 4 Ebenen? Sind das 10 Ebenen? In welcher Größenordnung reden wir denn hier überhaupt? Also ich weiß es ja noch gar nicht. Fremder, mittlerweile solltest du die bösartige Logik dieser Kammern verstehen. Aber seid dir bewusst, dass es noch verdorbenere Dimensionen innerhalb dieser Tiefen gibt. Befreie genug Dorfbewohner, damit der Schlüsselschmied neue Runen fertigen kann, die diese Reiche öffnen. Also okay, ich muss die Bürger retten und das ist der Meta-Fortschritt sozusagen. Wenn ich die Dorfbewohner rette, kriege ich Runen für andere Gegenden als die Obsidian-Festung. Dann gibt es weitere Festungen und weitere Dungeons. Eieieiei. Schöne Motivationsspirale. Sobald du 2 dieser Schlüssel erhalten hast, werde ich das Ritualsiegel im Dorf verbessern, damit du derartige Runen kombinieren kannst. Dadurch öffnet sich die Grube nach dem Ritual in eine Mischwelt, welche die Kreaturen und Gefahren beider bösen Welten bereithält. Ah, das klingt spannend. Wie du bereits gesehen hast, bietet das Ritualsiegel auch Plätze für Unterstützungsrunen. Sobald du 2 Verliese der Grube durchquert hast, kann ich mehr Plätze für dich öffnen. Okay. Das mit den Unterstützungsrunen habe ich gesehen, ich weiß aber natürlich noch nicht genau, was es zu bedeuten hat. Schließe 2, erhaltet eine 2. Schlüsselrune, schließe 2 Grubenverliese ab, kriegen wir hin. Die Unterstützungsrunen sind die hier, ne? Die kann ich da einsetzen dann. Okay. Erreichte Tiefe 3, aber wie tief geht's denn? Es gibt 3 Bürger zu retten, also vielleicht, wenn das in 2 Ebenen 3 gab, einen gab, dann geht's vielleicht 5, 6 Ebenen tief oder so. Mal gucken. Gibt's hier denn einen? Ist jetzt zumindest nirgendwo so ein Symbol, also. Na gut, dann machen wir einfach mal weiter, oder? Kammer des Glücks. Mehr Glück kann man immer gebrauchen. Au! Sag mal, ist ja ein Spawn-Kill hier quasi. Ah! Gut, dass ich so eine Art Schrotwaffe hab. Das ist ja mal nervig. Da kommen ja dann diese kleinen Flugviecher raus. Ekelhaft. So. Das ist aber das Befriedigende an dieser Art Spiel. Wenn man dann wieder so einen Abschnitt, so eine kleine Ecke der Karte quasi geklärt hat, dann ist die halt auch einfach normalerweise dann leer. Und das fühlt sich einfach unglaublich befriedigend an. Man hat es überlebt. Man hat vielleicht noch nicht mal Schaden genommen. Das ist einfach toll. Oh Gott. So Kriechviechis. Die mag ich schon bei Hand Showdown immer nicht. Diese Madenviecher. Ich hab ja tatsächlich so... Also Spinnen finde ich gar nicht so schlimm. Spinnen finde ich noch okay. Aber so Maden oder sowas ist irgendwie... Vielleicht weil das so Verwesung bedeutet. Ich meine, Spinnen bedeuten ja jetzt nicht grundsätzlich erstmal, dass da was gestorben ist. Spinnen sind ja einfach normale Insekten. Aber so Maden... Au, fuck. Sind ja dann doch eher ein Symbol für Verderbnis. Jetzt kommen die denn alle her? Hab ich euch nicht alle schon umgebracht? Wo ist denn der nächste Schlüsselstein? Oh, du bist kein Schlüsselstein. Du bist ein böses Schwebi-Dingsi. Okay. Achso, hier war vorne der Eingang. Hier ist noch was. Aber auch kein Stein. Hier ist ein Schlüsselstein. Hier war ich doch eben schon mal. So, und hier sind irgendwie irgendwelche Maden. Die machen mir den ganzen Level madig mit ihrem komischen Rumgeschleime. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, erledigt. Vorbei mit dem Geslitherer.
Deswegen fand ich auch Slither übrigens ein unterschätzter Horrorfilm. Tatsächlich ziemlich widerwärtig. Das ist ein Film mit Nathan Fillion, mit Malcolm Reynolds aus Firefly, beziehungsweise Castle aus der Serie Castle. Ihr kennt Nathan Fillion, wem erzähle ich überhaupt was? Auf jeden Fall, Slither war ein Horrorfilm von vor 10 plus Jahren, Mitte der 2000er oder so, wo er die Hauptrolle spielt. Und da geht es darum, dass in einem kleinen Dorf so Madenviecher auftauchen und die, oder so Blutegel vielleicht eher, die quasi so ja, Menschen übernehmen können, so körperfresserartig. Und wird richtig widerlich. Das ist ein richtig ekliger Film. Schon Comedy ist Horror, aber eklig. Für mich zumindest sehr eklig. Geschoss aus der linken Hand erhöht meinen Schaden gegen Gegner mit weniger als 20% Leben. Ja. Geschoss aus der rechten Hand schwächen Gegner. Wenn ein Gegner stirbt, während er von einem Leiden befallen ist, kann es Leiden auf Gegner. Das nehmen wir mal. Dass Vergiftung oder so sich zum Beispiel einfach ausbreitet auf Nachbarn. Wohlstand klingt doch gut. Wohlstand nehmen wir mal. Ich muss mal ein bisschen mehr beobachten, wie oft das tatsächlich klappt, dass ich Lebensenergie zurückbekomme. Au! What the fuck? Ihr Scheißer. Oh, die haben meine komplette Lebensenergie einfach gefressen. Mit zwei Schüssen. Boah, jetzt muss ich ultra vorsichtig sein. Nur weil ich nicht nach hinten geguckt habe. Aber, naja, wenn man in so einer Dämonengrube ist, sollte man schon auch mal nach hinten gucken, ne? Okay. Bisschen Leben zurückbekommen, aber wenn ich Leben zurückkriege, dann ist das immer nur ein Punkt, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich mal 6 Leben auf einmal zurückkriege. Aber immerhin kriege ich von jedem zweiten Gegner statistisch gesehen Leben zurück. Das wird jedes Mal, wenn ein Gegner stirbt, wird gewürfelt, sozusagen. Oder eine Münze geworfen. Fuck. Boah, ich stelle mich aber auch an. Ich glaube, wir werden das noch schneller, als wir das gerne hätten. Also, als ich das zumindest gerne hätte, erleben, wie das ist, wenn man stirbt. Das wäre doch schon schön eigentlich, wenn ich das jetzt mal schaffen würde, hier die Dorfbewohner wenigstens zu retten. Aber dafür müsste ich ja diesen Level überleben und noch sieht es nicht danach aus. Wenn ich mich gerade echt doof angestellt habe. Na komm. Au, nein, 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 oh Gott. Ach komm, da war es vorbei. Ah. Deine Kräfte werden entfernt, drücke eine beliebige Taste, um zum Dorf zurückzukehren. Ja, so schnell kann es gehen. Das ist kein Spiel, was man im ersten Run einfach durchspielt, glaube ich. Selbst wenn man sich nicht ganz so doof anstellt wie ich. Der Laden des Runenhauers ist jetzt eröffnet. Okay, wo ist denn der? Ist das der Laden des Runenhauers? Das ist die Zauberin. Ich will natürlich jetzt aber erstmal zum Runenhauer gehen. Das ist der Händler. Das hier ist die Stadtschreiberin. Die hat es ja vorhin schon mal bequatscht. Das ist der Schlüsselschmied. Das ist der Runenhauer. Hallo Fremder. Dank deiner Anstrengungen und der Hilfe meiner heimgekehrten Kollegen. Es war doch nur einer. Konnten wir die Maschinen reparieren und die Werkstatt wieder öffnen. Das Angebot meiner Werkstatt mag begrenzt sein, aber die Unterstützungsrunen sind wirklich mächtig. Allerdings brauche ich für sie gewisse Materialien. Oh, und wenn du noch mehr Dorfbewohner zurückbringst, könnte ich dir vielleicht mehr Waren anbieten. Cool. Also wir haben aktuell Rune des Lebens. Wir kriegen zusätzliches Leben am Anfang. Rune des Stehaufmännchens bringt zu Beginn jeder Reise dem Tod für eine Schippe und teilweise aufgeladen. Okay, das ist wahrscheinlich dann so ein Retten in letzten Moment Ding. Rune der frühen Erneuerung. Beginne jede Reise in die Grube mit einigen Erneuerungspartikeln. Okay. Alles klar. Beginne jede Reise in die Grube mit einigen Glückspartikeln. Ist auch nicht so schlecht. Könnte man sich auch leisten, ne? Ich schalte das jetzt mal frei. Dann haben wir einfach mal was freigeschaltet. Haben wir das mal gesehen. So, was ist jetzt hier der Händler? Hallo, Fremder. Ich fürchte, du hast mich zu einem ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Normalerweise könnten wir Tauschhandel betreiben, doch mein Tresor ist verschlossen und meine Tintengläser vertrocknet. Ich unterstütze die Dorfbewohner bei finanziellen Angelegenheiten und tausche mit ihnen Partikel und vieles mehr. Allerdings haben sich die meisten meiner Kunden wegen eines Zwischenfalls mit dem Aldermann in der Grube verirrt.
Es hat einfach keinen Sinn, meine Dienste anzubieten, obwohl meine Kunden fort sind. Ich denke, wenn etwa 18 Dorfbewohner zurück sind, lohnt es sich für mich, die Geschäfte wieder aufzunehmen. Also bitte rette sie. Bei 18, das ist aber eine ganze Menge, also... Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Was macht die Zauberin? Verschwender, Fremder! Ich suche nach Büchern! Wo könnten sie nur sein? So ein Mist! Hat sie etwa irgendein törichter Gelehrter mit in die Grube genommen? Ich kann deine Runen erst verbessern, wenn ich meine Bücher zurück habe und ein paar helfende Hände. Falls du meine Dienste also brauchst, dann lass mich in Ruhe und rette lieber ein paar meiner verirrten Kollegen. Die sagt uns aber nicht, wie viele. Naja, vielleicht so nur eine Handvoll oder sowas. Gucken wir mal, was der Schlüsselschmied sagt. Hallo? Ich bin der Schlüsselschmied. Und du bist? Nicht so gesprächig, wie ich sehe. Nun ja, mit Monstern muss man ja auch nicht reden, ne? Und aktuell kriechen davon mehr als genug aus den dämonischen Reichen der Grube. Selbstredend bin ich ein Experte, was diese Dämonen und ihre Heimat angeht. Heimatten angeht. Ich kann mächtige Runen erschaffen, die als Schlüssel in ihre bösartigen Reiche dienen. Doch da sich so viele Dorfbewohner in der Grube verirrt haben, hat es nur wenig Sinn, meine Werkstatt weiter zu betreiben. Bitte rette diese Narren, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Auch da wissen wir jetzt also nicht, wie viele wir brauchen. Du magst noch am Leben sein, doch ich werde dich nicht beglückwünschen. Du musst stärker und weiser werden, wenn du den Aldermann finden und die Grube erobern willst. Behalte stets im Kopf, was ich dir beigebracht habe. Liefere dem Schlüsselschmied über mir die nötigen Ressourcen, damit er die Schlüsselrunen anfertigen kann. Die weitere Reiche der Grube öffnen. Du musst in diese Welten reisen, die Dorfbewohner retten und noch mächtiger werden. Beim Runenhauer am Platz kannst du Unterstützungsrunen kaufen, die dir auf deiner Suche helfen werden. Sammle die Partikel, die er benötigt, um diese unverzichtbaren Hilfsmittel zu erwerben. Die Zauberin kann deine Unterstützungsrunen verbessern und ihre Kraftstufen mehrfach erhöhen. Aber sie ist eine zaghafte Närrin, die dir erst helfen wird, wenn du mehr Dorfbewohner gerettet hast. Zu guter Letzt ist da noch der Händler, der dir am Platz verschiedene Partikel gegeneinander eintauscht. So wird alles, was du in der Grube findest, brauchbar. Allerdings verlangt er eine stolze Gebühr. Okay, also das ist auch die Reihenfolge der Freischaltung. Also erstmal Runen, Schlüsselmeister, dann, also erst Schmied, dann Schlüsselmeister, dann, Zauberin und erst am Ende den Händler. Gut, dann wissen wir Bescheid. Ich würde sagen, eine dritte Folge machen wir auf jeden Fall noch. Wir wollen ja noch ein bisschen sehen, wie das hier eskaliert, das ganze Ding. Das ist ein typisches immer wieder ein Run-Fleißspiel. Das, wenn man da wahrscheinlich alles sehen will, wenn man da bis zum Ende kommen will, alle Dorfbewohner retten und so und vielleicht noch das große böse Übel besiegen, ob das geht, weiß ich nicht. Vielleicht die Cousine auch noch finden. Da wird man bestimmt Dutzende Stunden reinstecken, weil man einfach immer wieder und nochmal von vorne anfängt. Das werden wir sicherlich nicht hier als Let's Play machen. Aber ich denke mal, wenigstens noch so die nächsten, die nächste Welt freischalten und uns die noch angucken, das machen wir noch hier im Let's Play. Also sehen wir uns zu einer dritten Folge mindestens mal wieder. Gut, Leute, schreibt mir auch hier in die Kommentare, wie hat es euch gefallen, wie gefällt euch das Spiel. Dann reden wir drüber nächstes Mal. Ich habe die ersten beiden Folgen jetzt hintereinander aufgenommen. Die dritte werde ich wahrscheinlich jetzt auch noch aufnehmen. Und dann gucken wir mal, was ihr danach zu sagen habt zu dem Spiel, zu Into the Pit. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.